zusammen und willkommen zu einer ganz besonderen Folge Chrissys Kopfkino. Nicht nur kriegt ihr wie immer meinen persönlichen Senf zu einigen neuen Kinofilmen, sondern ich verlose 2x2 Kinotickets zur Premiere von unserer Serie Wishlist, welche bereits nächste Woche, in exakt einer Woche eigentlich, stattfindet. Und dort könnt ihr nicht nur mich kennenlernen, sondern einige andere YouTuber auch. Die folgende Review reflektiert nur meine eigene Meinung. Chrissys Kopfkino. Keine Filmkritikerin. Nur ein Mädel, das auf Filme steht. Definitiv der einzigartigste Film des Jahres oder ever ist Swiss Army Man. Die Dramödie eröffnet mit grenzenloser Fantasie und Humor ganz neue Perspektive und zeigt einem auf eine richtig mutige Weise, dass egal wie verrückt und krank man ist, wir alle nur Menschen mit dem natürlichen Bedürfnis nach Liebe sind. Außerdem muss ich hier Daniel Radcliffes unglaubliche Performance als Leiche loben. Auf jeden Fall kein Film für Spießer oder den 0815 Blockbuster-Zuschauer, aber für mich ein ganz neues, erfrischendes und berührendes Erlebnis mit 4 von 5 Punkten. Schon den ersten Teil Findet Nemo habe ich geliebt und auch der Nachfolger Findet Dory hat mich nicht nur enttäuscht, sondern noch mehr begeistern können. Mega temporeich, sympathisch und natürlich super lustig erzählt, geraten unsere Helden in immer spannendere Szenarien, welche unglaublich clever gelöst werden. Mal wieder ein rundum perfekter Disney-Pixar-Film, den ich mir auf jeden Fall nochmal im Kino angucken möchte. 5 von 5 Punkten. Mehr als enttäuscht bin ich vom neuen Film von Tim Burton, Die Insel der besonderen Kinder. Eine holprige Erzählstruktur mit schwachen bis albernen Charakteren und vor allem derart unfassbar vielen Logiklöchern, dass jeder Schweizer Käse neidisch werden würde. Leider fand ich den Film zudem noch von Minute zu Minute schlechter und das abstruse Ende lässt mich in dem traurigen Glauben zurück, dass Tim Burtons meisterhaften Jahre als Top-Regisseur sich dem Ende neigen. Ohne die brutalen Szenen würde der Streifen als Kinderfilm funktionieren, aber jeder Erwachsene bleibt mit einem großen Fragezeichen im Kinositz zurück. Ich persönlich finde auch, dass Samuel L. Jackson in dem Film seine bisher peinlichste Rolle hatte. Wieder einmal eine Buchadaption, die seiner Vorlage nicht gerecht wird. 1,5 von 5. Auf dem Cologne Film Festival konnte ich das neue Meisterwerk The Handmaiden von Park Chan-wook auf meinen Augäpfeln zergehen lassen, welcher hierzulande wohl nächstes Jahr im Kino startet. Die sehr erotische Geschichte über Liebe und Freiheit brilliert durch technische Perfektion und atemberaubende Bilder zum Niederknien sowie eine spannende Erzählstruktur in 3 Akten mit vielen Wendungen. Gänsehaut pur und 5 von 5 Punkten für den Beweis, dass Filmemachen vor allem eins ist: Kunst. Auch wunderschön gemacht und erzählt ist der Stop-Motion-Fantasy-Film Kubo. Die Bilder des Films sind einfach atemberaubend, erst recht mit dem Hintergrundwissen, dass es sich hierbei um die Stop-Motion-Technik handelt. Die asiatische Abenteuergeschichte erinnert an einen Studio Ghibli-Film und ist optisch bis ins kleinste Detail einfach perfekt. Die Moral der magischen Geschichte, nämlich die Macht des Verzeihens, würde unsere Welt zu einer viel besseren machen, wenn man sich nach dem Film, der am 27.10. startet, richten würde. Zu Recht von vielen Filmkritikern als bester Film des Jahres gefeiert. Von mir gibt es 4 von 5 Punkten. Alles andere als ein Kunstwerk, wohl eher genau das Gegenteil, ist leider War Dogs über das eigentlich sehr spannende Thema internationaler Waffenhandel. Der Film versucht sich als leider sehr uninspirierte, schwache und kreative Version von Wolf of Wall Street. Jonah Hill sorgt hier und da zwar mit seinem durchgeknallten Schauspiel für Lacher, aber das war's auch und macht die eigentlich interessante wahre Geschichte nicht spannender. Ein perfektes Beispiel dafür, wenn ein guter Cast und eine gute Geschichte unter einer schlechten Regie leiden. Meiner Meinung nach nichts Besonderes und nicht besonders sehenswert. 2 von 5. Sehr viel Spaß macht hingegen dieser Film hier, Don't Breathe. Läuft wahrscheinlich nur noch in wenigen Kinos, aber da es auch ein perfekter Videoabendfilm ist, möchte ich diesen Thriller nicht unerwähnt lassen. Immer wieder genial konstruierte Spannungsszenen lassen keine Sekunde Zeit für Langeweile. Leider recht schwache Charaktere, aber trotzdem ein absolut sehenswerter Film mit 3,5 von 5 Punkten. Und jetzt habe ich eine ganz besondere Nachricht für euch. Nächste Woche, am 27.10., startet endlich unsere eigene Mystery-Serie Wishlist, bei welcher ich als einer der Produzenten mitgewirkt habe. Da Eigenlob stinkt, gibt es hier keine persönliche Bewertung von mir, aber trotzdem folgende Rechtfertigung. Wir sind uns im Nachhinein leider der Ähnlichkeit auf den ersten Blick mit dem Film Nerf bewusst. Aber zum einen arbeiten wir schon seit November letzten Jahres an Wishlist, wodurch es keine Nachmache ist. Und die Serie unterscheidet sich vom Stil, Charaktere, Story und Funktion und Hintergründe der App grundsätzlich von Nerf. Und das Beste kommt zum Schluss. Ich verlose 2x2 exklusive Tickets für die Wishlist-Kino-Premiere nächste Woche in Köln, wo ihr mich und den ganzen Cast und viele YouTuber-Gäste, unter anderem Soraya Ali und die Noobtown-Monkeys und viele mehr, treffen könnt. Und natürlich die ersten 5 Folgen von Deutschlands ersten Mystery-Webserie in 4K sehen könnt. Und den Link zur Wishlist-Premieren-Verlosung findet ihr in der Infobox.
Und das wäre ja irgendwie mega krass, weil dann sehen wir uns ja schon in exakt einer Woche. Mindfuck. Und ja, wenn ihr die Serie noch nicht kennt und ich nicht groß erklären muss, worum es genau geht, kommt hier nochmal der Trailer für euch. Macht's gut, ciao. Es ist jetzt nicht so, dass ich alle Menschen hasse. Aber wenn ich einen Wunsch frei hätte, würden sie 90% des Tages einfach mal die Fresse halten. Aber über das Wünschen sollte ich bald noch eine Menge lernen. Was würdest du machen, wenn du einen Wunsch frei hättest? Wie einen Wunsch frei? Na, wenn du dir was wünschen könntest. Das Prinzip ist ganz easy. Welchen Wunsch darf ich dir erfüllen, Mira? Für eine kleine Aufgabe kann auch dein Wunsch schon bald Realität werden. Ich wünsche mir, zur Schule gefahren zu werden. Ich wünsche mir, dass wir ohne Anstehen reinkommen. Ich wünsche mir einen netten Blowjob von unserer Mira hier. Als ob die das kann. Ich wünsche mir eine Pistole. Dein Wunsch ist bereit, erfüllt zu werden. Ich finde, wir sollten aufhören, Wishlist zu benutzen. Zugriff auf deine Geräte erteilt. Auf gar keinen Fall, Alter. Du hast noch 2 zu erfüllende Aufgaben. Was, seid ihr so abhängig? Die App bringt Menschen um. Dein Standort wurde ermittelt. Das ist alles viel zu krass. Vielen Dank, dass du die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert hast. Mussten wir feststellen, dass wir uns mit den Falschen angelegt hatten. Vor ein paar Wochen war meine Welt noch in Ordnung. Jetzt ist alles im Arsch. Ich wünschte, ich könnte wieder zurück.